Okay, mal sehen, ob ich es jetzt hab. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Diese Folge hier hatte ich schon mal aufgenommen und ich habe keine Ahnung, das heißt, ich habe schon eine Ahnung, was eventuell damit passiert sein könnte. Jedenfalls ist sie nicht mehr auffindbar und ich werde dann auch nur noch bis zu der Stelle spielen, ja, wo ich dann beim letzten Mal einen Cut gemacht habe. Da ich jetzt aber noch relativ weiß, was ich in der letzten Folge gemacht hatte, reite ich jetzt hier nochmal ein Stückchen zurück. Ich habe das zwar in der Folge, die ich jetzt ja danach im Endeffekt hochgeladen habe, schon mal kurz erklärt, was ich gemacht habe. Aber ich zeige euch das dann natürlich dennoch zusätzlich nochmal eben. Wie war das mit dem Absteigen, Joel? Mit B, okay. Hier war nämlich erstmal ein Comic-Heft. Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Die Nummer 7. Kerles. Rutsch mal. So, da hinten war, glaube ich, jetzt nichts mehr, aber ich weiß, dass vorne irgendwo in den Autos noch was drin war. Also hier hatte ich mich wirklich komplett umgesehen. Und mich noch darüber gewundert, warum es eigentlich diese komischen gelben Hydranten gibt. Weil in Gelb kenne ich die gar nicht. Aber vielleicht kann mir das einer von euch mal erklären. So, hier war, glaube ich, noch nichts drin. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob hier draußen überhaupt was war oder ob das erst war, nachdem wir reingegangen sind. Übrigens, zu reiten ist ein bisschen umständlich. Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, was wir jetzt überhaupt... Kann ich auf dem Pferd auch gerade nicht nachsehen. Hier war, glaube ich, noch was, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich bleib bei Carlos. Naja. Ich hasse den Namen. Okay, da war anscheinend nichts. Guck mal. Ja, da habe ich mich übrigens noch darüber pikiert, warum Joel hier eigentlich immer so rutsch mal und geh mal zur Seite und warum der nicht mal bitte oder danke lernen kann oder sonst irgendwie mal freundlicher drauf sein kann. So. Nein, ich will nicht galoppieren. Hier hatte ich übrigens Panik, als der Hinweis kam, dass wir eventuell jetzt hier angeschossen werden. Ich meine, dass so... Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Ja, ich meine, dass so nichts mehr war, was man einsammeln konnte. Aber ich gucke trotzdem hier mal eben nach. Weil hier ist auch nichts... Na, hier ist jetzt auch nichts, wo man jetzt irgendwie sagen kann, bleib mal stehen hier. Rutsch mal. Rutsch mal. Ach, da ist er wieder. So. Hier glaube ich, ist auch nichts mehr gewesen. Also wenn ich jetzt nicht mehr alles wiederfinde, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe auf jeden Fall jede Ecke erkundet, wo ich hier das erste Mal gewesen bin. Ich wollte euch nur diese Szenen halt eben nicht vorenthalten. Und da ich jetzt im Moment... noch den Speicherpunkt habe und beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr haben werde, weil ich ja jetzt das Spiel Plus gemacht habe, also schon angefangen habe, was ich allerdings nicht ein Riesenwidder aufnehme. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn es um Sport ging, na klar. Ja, Sport und Religion, das ist mal... Hatte ich da jetzt nachgeschaut? Aber ich glaube, da war nichts, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine... Nee, da war nichts. Ich hatte da wegen Firefly-Anhänger auch mal geguckt. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass irgendwo im Baum einer hing. Es wird langsam Herbst. War das hier? Ah ja, das war doch hier, glaube ich. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich muss überhaupt mal gucken. Die Waffen sind soweit. Ich nehme mal die. Das ist die normale. Ach, ich habe auch die ganzen... Die Ausrüstung noch nicht so komplett hoch und alles. Hier hatte ich, glaube ich, irgendwo einen gesehen im Baum. Oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht... Ah, nee, da hinten. Ah, da hat was geblinkt. Genau. Ich weiß nur nicht, warum das jetzt auf einmal hier so am Flackern ist. So.
verschwendest Patronen. Ich weiß, aber sonst kriege ich den ja nicht runter. Und zwar ist das der Firefly-Anhänger von Hope Pino 0318. So, ich muss allerdings dazu sagen, viel habe ich im Endeffekt hier nicht gemacht. Ich glaube, den Teil kann ich jetzt wieder auf dem Pferd machen. Da hatte ich auch überall geguckt, soweit ich weiß, war da aber nichts drin. Hier sind wir dann mit dem Pferd noch rein. So, hier müsste dann theoretisch auch noch was liegen. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. So. So. Hier ist sonst nichts mehr. Hier haben wir sonst auch nichts mehr. Dann können wir hier direkt durch. Oh. Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich verlange. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Ja, ja, von allen Dingen, ich bin gleich zurück. Klingt nach Runnern. Ich bin gleich zurück. Alles cool. Okay, ich gehe, glaube ich, die Sachen gleich erst holen. Sieht zusammengepfuscht aus. Hier habe ich mich wahnsinnig gefreut. Oh yes, Baby. Weil wir haben einen Flammenwerfer bekommen. Ich muss dann allerdings auch dazu sagen, ich glaube, es war in der nächsten Folge, da habe ich mich dann nicht mehr so darüber gefreut. Weil ich dann wusste, wofür wir den bekommen haben. So, wieso habe ich jetzt den Flammenwerfer eigentlich in der Hand? So. Mal eben schauen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr so gut hinkriegen, wie ich das beim letzten Mal hinbekommen habe, muss ich dazu sagen. Weil beim letzten Mal war es noch richtig geil. So, die Frage ist jetzt... Die stehen da drin. Ah, da hinten kommt er schon. Da ist nämlich einer, der hier patrouilliert. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich das so einigermaßen hinbekomme wie beim letzten Mal. Der will nicht, der will nicht. Oh, nee, ist das dein Ernst? Ja, Joel, geh mal ein Stück zurück. Okay, ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich das jetzt genau gemacht habe, aber ich weiß noch, dass ich nicht die Waffe drin hatte. So. Ich weiß noch, dass ich eine Flasche reingeworfen hatte. Ich krieg's natürlich nicht mehr so gut hin. Es war so klar. Okay, beim letzten Mal habe ich das so schön gemacht. Beim letzten Mal war es so schön, dann habe ich das, habe ich sie einmal alle da drin gehabt und es war gut. Und jetzt ist es so scheiße, also ja.
Was soll man dazu sagen? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Joel, mach hinne. Joel, mach hinne. Also, jetzt kann ich euch zumindest zeigen, wie es nicht geht. Einer ist noch drin. Wenn ich jetzt wüsste. Die geht jetzt nach hinten, oder was? Die Wege kenne ich jetzt leider nicht. Weil das alles so schön funktioniert hat beim letzten Mal. Ich habe dann da ein Glas reingeworfen. Die sind dann da alle hingelaufen. Und dann habe ich da halt Feuer reingemacht. Aber ich will dich mal eben leise töten. So. Okay. So geht's auch. So, das kriege ich jetzt bestimmt wieder nicht hin. Ah, ja doch. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, ob noch irgendjemand da ist. Okay, dann schauen wir uns noch mal kurz an, was wir hier noch drin finden können. Eigentlich gar nichts, wie es aussieht. Vor allen Dingen sollte man sowas vielleicht machen, bevor man so einen Generator anmacht. Hier draußen war, glaube ich, auch nichts mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Alles nur Glasscherben. Hier ist auch nichts. Guck mal hier oben nochmal eben schnell, ob da noch irgendwas war. Also daran kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern, wo, wie, was war. Nö, da ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay, dann gucken wir hier unten noch, weil da... Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool, glaube ich. Ja. Also nicht unbedingt allein im Weltall zu sein, aber generell im Weltall zu sein. Das wäre bestimmt cool. Das haben wir, soweit ich was, alles mitgenommen. Das lesen wir uns gleich durch. Ellie, du stehst jetzt tatsächlich an dem blödesten Punkt. Achso, da kommen wir gar nicht rum. Na gut, okay. So, ich wollte eigentlich den Zettel lesen, aber dankeschön. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ja, das war jetzt ein blödes Timing, weil eigentlich hat sie das ja gesagt, als ich schon auf dem Weg nach draußen war beim letzten Mal. Wir müssten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald keinen Benzin mehr. So, das war eigentlich dann der Hinweis, ne? Wenn man rausgeht, also wenn man raus will. Schaue ich nochmal eben, aber ich glaube, hier oben war jetzt auch nichts mehr. Nee. Du musst nicht überall mit dem Pferd mitkommen. So. Mal eben schauen. Dann müssten wir da oben hin. Ich meine, hier hatte ich sonst auch nichts mehr gefunden. Also denke ich mal, können wir mit dem Pferd weiter. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Da können wir rüber. Ja, doch. Okay, da bin ich richtig. Da war auch nichts mehr. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, da bin ich auch noch mal reingegangen.
Ich meine nämlich auch, da gab es unter anderem noch was zu lesen. Und einen Firefly-Anhänger, genau. Und zwar von Alex Rona, Nummer 260. Sehr schön. Ich meine, ich habe ihn ja jetzt schon gesammelt, aber trotzdem sehr schön, dass ich euch das nochmal zeigen kann. So, oh ja, hier waren auch nochmal Schräubchen. 50er Packung, das ist immer gut. Nee, das ist nur Glas hier. Okay. Also da solltet ihr auf jeden Fall selbst auch reingehen. Rutsch mal. Rutsch mal. Kein Bitte und kein Danke, Joel. Rutsch mal. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Holla! Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch gefragt, ob die eventuell infiziert sind und ob es eventuell besser ist, dass die abhauen. So, hier hatten wir, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zu tun. Oh, Joel, geh einfach vom Pferd runter, echt. Das ist hier schrecklich. So, ach nee, das konnte man gar nicht lesen. Das war das Problem. Genau, und hier kamen wir, glaube ich, aber auch nochmal hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da ja, genau, hier. Da konnte ich dann auch nochmal was einsammeln. Komm, Joel. Komm, ich weiß, du bist ein alter Mann. Ja, genau. Hier haben wir auch noch mal ganz viele Sachen gehabt. Hier auch noch was. Das haben wir voll. So, wie so ein Lazarett ein bisschen aufgebaut. So ein bisschen notdürftig. Noch ein paar Schräubchen hier überall. Vereinzelt. Hier auch noch mal was. Nein, Joel lässt alles liegen. Nimmt sich erstmal das Wichtigste. Und zwar Kapitel 6. Verbesserte Erste-Hilfemaßnahmen im Feld. Sterilisierung. Sterilisierung ist unerlässlich für eine effektive Behandlung von Wunden im Feld. Erstens, wenn die Hände oder die Wunde nicht gewaschen werden können, die Hände und die Wundstelle mit Jod oder Alkohol vorbereiten. Zweitens, debridieren Sie die Wunde mit sterilisierten Werkzeugen oder bedecken Sie die Hände mit einem sterilen Tuch oder Plastik, um eine Kontamination zu vermeiden. Drittens, die Wunde gründlich mit sauberem Wasser spülen. Das Wasser kann im Feld durch 15-minütiges Abkochen sterilisiert werden. Viertens, verbinden Sie Wunden mit sterilen Verbänden, die entweder im Wasser gekocht oder mit Alkohol getränkt wurden. Lassen Sie den Verband gründlich trocknen, bevor Sie ihn auf die Wunde legen. So, damit haben wir unser Medikit verbessert. Juhu! Ja, es tut mir leid. Also die ganzen Originalreaktionen sind natürlich jetzt alle weg. Weil ich weiß ja so in etwa schon, was auf mich zukommt. Ach ja, und hier habe ich noch ein Bild von gemacht. Ein Screenshot. Ja. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal antun. Was mir aber gerade das erste Mal auffällt, das ist ein absolutes No-Go eigentlich. Die haben echte Bilder hier reingemacht, ne? Also die haben, das sieht zumindest jetzt nicht irgendwie animiert aus oder so. Hat er das jetzt mitgenommen? Nee. Joel, du sollst auch mitnehmen, was du mir schon zeigst. Und wo ich vorstehe und es einsammle. Hat der... Die hat er aber mitgenommen hier, ne? Okay. Dann einmal darunter, wo man nicht so weit springt. Aber ja, kein Thema. Wir springen einfach mal so weit, dass wir über das blaue Teil schon drüber springen. Kein Problem. Rutsch noch mal. Ich bin's, Joel. Ich hab das Sagen. So. Da war, glaube ich... Oh, guck doch einfach mal in die Richtung. Da war, glaube ich, alles zu... Und in die Mitte bin ich nicht reingegangen. Das weiß ich noch. Fireflies. Halt, stopp. Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Weil, wie gesagt, ich bin hier in die Mitte nicht reingegangen. Ich denke mal, dass man auch nicht reinkommt. Aber ich würde es trotzdem mal eben probieren. Nee, man kommt auch nicht rein. Okay. Ja, ist okay.
Ellie, es tut mir leid. Der Kerl hat einfach keine Manieren. Zumindest noch nicht. So. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Also reiten und gleichzeitig gucken geht irgendwie gar nicht, weil der dann immer wieder zurückzuckt. Ich weiß auch nicht, was das soll. So. Okay, und jetzt zum Tor. Joel, warum hakst du heute so? Das hast du beim letzten Mal auch nicht getan. Das habe ich mir gar nicht angeguckt. So, weil ich hatte nämlich das hier gesehen und da war ich dann schon direkt durch beim letzten Mal. Dass ich das gar nicht gesehen hatte, dass da überhaupt irgendwelche Sachen noch waren. Einlageplan des UEC-Campus mit umkreisten Gebieten und handschriftlichen Notizen. Oben, wir werden hier überrannt. Wir müssen die Barrikaden verstärken. Unten, hier schlüpfen Infizierte durch. Alle Stationen und Buchladenausgänge müssen verstärkt werden. Ja, hätte ich die Karte doch nur vorher gehabt, dann wäre ich nicht so überrascht gewesen von den Infizierten. Weil ich denke mal, das ist die Stelle gewesen. Hier gibt es auch nochmal Schräubchen. So. Also warum das Spiel gerade so zwischendurch ein bisschen am Haken ist, ich weiß es nicht. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weil wir das eigentlich ruckelfrei schon durchgespielt haben. Also ihr wisst es ja noch nicht, aber ich habe es gemacht. gut, dann... Ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwas war. Ich denke nicht, aber... Da kam ich nicht hoch, ne? Okay, da geht's nicht weiter. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich hier darüber philosophiert habe, was denn nun passiert und wie sehr ich mich erschrecke, wenn mich jetzt von hinten irgendwas anspringt. Weil das so, ne, prädestiniert dafür ist, so nach dem Motto, man konzentriert sich auf alles, was links ist und sieht dann halt nichts im Hintergrund. So, schauen wir hier auch nochmal genau nach. Ja, was mit dem Klopapier passiert ist, wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Da war nichts. Hier ist noch eine Schublade. Mit nichts drin, so wie es aussieht. Hier ist auch nochmal eine. Ja, Moment. Nein, nein, du nimmst das zum Lesen. 18.01. Neun gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Hiefer. Vielleicht war es sogar Hiefer. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Hallo? Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie sind drei verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Das ist eine gute Frage, Joel. Wir können hier übrigens noch was machen, fällt mir gerade ein. Weil ich ja hier so schön die Sachen am Sammeln bin und immer wieder da drin steht, dass ich das nicht aufnehmen kann. Da war jetzt aber wirklich nichts drin, ne? Halt, stopp, da war noch was. Nein, geh zurück, Joel. Da. Okay, da war auf jeden Fall nichts mehr. Ich möchte natürlich jetzt die gleichen Sachen mit euch wieder finden, die ich zu dem Zeitpunkt auch gefunden hatte. So. Hier ist noch eine Schublade.
Das ist voll. Sonst können wir da nichts... ach so, genau, da habe ich mich schon mal vertan. Das ist nämlich eine Blu-ray. Und ich dachte, damals wie heute, damals ist gut, dachte ich nämlich, dass das eine ein Comic gewesen ist. Aber es war keins. So, ist hier noch irgendwas drin gewesen? Sieht nicht so aus. Da ist irgendwas da. Nee. Jule, da. Können wir aber nichts von mitnehmen. Ah ja, klar. Hier sind übrigens überall Sporen, Jule. Das wollte ich dir nochmal gesagt haben. Ich habe es dir schon mal gesagt. Sporen. Aha. Weil erst hier fällt es ihm auf. Und da habe ich nämlich auch schon gesagt, hier vorne sieht man so dermaßen, dass überall Sporen sind. Das heißt, der Kerl ist schon sowas von infiziert mittlerweile. Ich sehe nichts, wenn das hier so blendet. Ach so. Ja, das war's. Oh, oh, ich weiß, was das war. Oh, das war was, woran ich mich nicht mehr erinnern wollte, ehrlich gesagt. Weil ganz da hinten hockt ein Bloater. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Das Problem ist, so, fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Also hier war noch Sachen. Ah ne, hier ist nur eine Flasche. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Genau, kein Thema. Erstmal aufmachen. Jetzt kommt der nicht hier komplett durch, oder? Ja, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine Szene, die ich absolut gehasst habe, wie gesagt. Ich mache das nur für euch, dass ich die jetzt nochmal hier durchspiele. Oh. Oh, oh, oh. Das Problem ist halt, da hinten steht der Bloater, glaube ich. Und ich muss durch die Tür. Also ich habe es gemacht, ich habe den tatsächlich erledigt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt machen muss. Na, wahrscheinlich, weil ich die Tür hier aufbrechen muss, oder? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Geht das so? Komm, Joel, streng dich an, streng dich an, streng dich an! Fuck! Also dieses Ergebnis hatte ich noch nicht. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Oh Gott. Ja. Also, das war dann wohl der perfekte Durchlauf, wie man das hier machen kann. Oder fast perfekt. Ich hätte mich wahrscheinlich auch komplett durchschleichen können. Joe, bist du okay? Was war da drin los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ja, mache ich sofort, Ellie. Diesmal weiß ich auch, wie es geht. Weil, und das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding hier rangeschoben, bestimmt 3 Minuten lang, ohne Ende. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Ich habe es dann so hingeschoben und anders. Ich meine, man sieht dieses Kabel. Ja, das Kabel ist so lang, das passt wohl da rein, in die Öffnung. Aber Joel will gar nicht die Öffnung auf der Seite haben. So, Moment. Ich muss hier erstmal reinkommen mit dem Ding. Das Problem ist... Ach, Joel, dreh das Teil doch mal. So. Genau. So. Und dann habe ich das so davor gestellt. Und dann macht er es einfach in die andere Seite rein. Ohne Worte, Joel. Ohne Worte. Ganz ehrlich. Ja, jetzt können wir das Ganze anmachen. Achso, halt, stopp, das war zu schnell. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht, weil man muss immer, wenn das unten im Y drin ist, das Y gedrückt halten. Ha, geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, und das war da noch alles für diese Szene. Und jetzt versteht ihr, warum ich in dem Video danach gesagt habe, in der letzten Folge haben wir uns mit dem Generator abgemüht. Ja, ich finde es toll, dass ich das nochmal spielen durfte, auch wenn diese eine verhasste Stelle auch wieder dabei war, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Ich habe es vermutlich verdrängt. Aber ich muss sagen, ich bin da ziemlich gut durchgekommen, weil beim letzten Mal habe ich nämlich endlos viel von diesem Flammenwerfer verballert. Von der Munition. Und ja, das lief doch jetzt wesentlich besser. Allerdings muss man dafür halt seine Messer opfern. Ne? Das ist dann der kleine Nachteil daran. Ja, entschuldigt bitte das Chaos und dass diese Folge jetzt quasi genau verkehrt herum hochgeladen wird. Also, dass er jetzt die andere als erstes schon gesehen hat. Verzeiht mir bitte, aber ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, diese Folge nochmal für euch aufzunehmen. Und ja, jetzt ist auch alles in der richtigen Reihenfolge, also zumindest in der Playlist, hochgeladen, leider nicht ganz. Aber die Folgen, die danach aufgenommen wurden bis zum Ende, die sind auf jeden Fall auch in der richtigen Reihenfolge. Ich werde auch das DLC noch aufnehmen, Left Behind, glaube ich, hieß das. Allerdings weiß ich noch nicht wann. Ich werde es wahrscheinlich nicht direkt danach aufnehmen, weil ich... erstmal die anderen Sachen noch so ein bisschen nachholen will. Aber ich werde es auf jeden Fall ja auch nochmal hinten dran hängen. Ja, dann bin ich erstmal froh, dass ich das ein zweites Mal ziemlich gut überstanden habe. Sogar noch besser als beim ersten Mal, muss ich sagen. Weil das war nämlich die zweite Stelle, nee, die erste Stelle, ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich tatsächlich gestorben bin im Spiel. Ja, einmal bin ich, glaube ich, gestorben, weil der nicht das gedrückt hatte, was ich gedrückt hatte. Und, es war irgendwie ein Zweikampf, meine ich. Ich meine, das wäre hier vor gewesen. Und einmal, ja, bin ich bei dieser Stelle gestorben, weil ich nicht wusste, was das jetzt genau ist. Und ich bin dann so hin und denke, das sieht nicht aus wie ein normaler, ach, jetzt habe ich schon die Namen schon wieder vergessen hier. Das sieht nicht aus wie ein normaler Zombie. Nein, es sieht nicht, also Klicker, so. Sieht nicht aus wie ein normaler Klicker und noch einen Schritt nach vorne. Sieht nicht aus wie ein normaler Klicker und das Viech hat mich angebrüllt. Und ich denke, scheiße, das ist kein normaler Klicker. Und bin einmal so komplett die Runde da rumgelaufen. Habe mich da einigermaßen gut positioniert. Und ja, hatte leider das Problem, dass ich nachladen musste. Und genau beim Nachladen hat der mir dann mein Gesicht etwas auseinandergerissen. Ja, ich bin froh, dass das diesmal nicht passiert ist und dass es ziemlich gut gelaufen ist. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten, streng genommen. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.